Unglaublich bitterer Moment für den Spiegel, das Regierungsmagazin bzw. die Propagandatrommel der letzten Jahre in Sachen Corona vor allem natürlich, musste jetzt doch glatt Stellung nehmen zu den RKI-Files, das Multipolar rund um Paul Schreier freigeklagt haben, und in diesen Files sind Passagen enthalten, die die ganze Hetzerei des Spiegels natürlich hier in einem neuen Licht erscheinen lassen, nämlich als das, was infam und als fies und als widerlich. Das wussten damals schon einige, aber nun steht ja in diesem Fall, dass es keine Evidenz für den Nutzen von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes gibt. Und dass man das ja der Öffentlichkeit zugänglich machen könnte, wurde es allerdings nicht. Und das unter anderem mit Hilfe natürlich solcher Medien wie dem Spiegel. Der Spiegel kann es sich nicht verkneifen, in diesem Zusammenhang das Magazin Multipolar natürlich in eine rechte Ecke zu stellen und Paul Schreier auch ein bisschen zu diffamieren als Verschwörungstheoretiker. Da kommt man nicht drum rum. Das ist eine billige Masche natürlich dieser Propaganda-Leute. Aber es haut halt irgendwie nicht mehr so ganz hin, denn die zentrale Aussage, dass hier im Land die Bevölkerung von nach Strich und Faden verarscht worden ist. Diese zentrale Aussage, die können Sie leider auch dadurch nicht widerlegen bzw. vernebeln.